war damals so, dass ich vom Matthäus-Effekt in einem Buch gelesen habe und ihn daraufhin gefragt habe, ob er den eigentlich kennt. So. Und ich kannte den und habe dann direkt zurückgespielt und habe gesagt, kennst du eigentlich den Resthoff-Effekt? Ja? Und so ging das halt hin und her und dann irgendwann habe ich angefangen, in meinem Blog über diverse Effekte eine Serie zu machen und die ist sehr, sehr gut angekommen. Erst waren es, glaube ich, so 30 Effekte, die ich dann gefunden hatte und dann nochmal 30 Phänomene und dann nochmal ein paar Gesetze hinterher, noch ein paar Prinzipien, die gibt es dann auch noch mit verschiedenen Namen. Und im Zuge dessen kamen halt dann auch die Leser, die Blogleser auf mich zu und haben dann gesagt, kennst du eigentlich noch den Effekt und den Effekt? Also da gab es sicherlich auch nochmal viel Feedback. Und es gab natürlich auch vor allen Dingen motivierendes Feedback für das Buch dann hinterher. Und Leute gesagt haben, klasse, wenn ich das gelesen habe, kann ich mir 3 Jahre Psychologiestudium sparen. Ja, also das war natürlich auch nochmal so ein Mutmacher, wo wir gesagt haben, Mensch, wenn das Interesse so groß ist, dann muss man da wirklich ein Buch zu schreiben. Also aneinander haben wir die Effekte nicht getestet, aber der ein oder andere Effekt, den kann man auch mal im Privaten ausprobieren. Also den Chamäleon-Effekt zum Beispiel, den kann man wunderbar im Privaten ausprobieren. Das ist auf Deutsch gesagt die Spiegeltechnik. Das heißt, man macht die Körpersprache des anderen nach und synchronisiert sie. Natürlich ganz vorsichtig, sonst wäre es Nachäffen, das mag keiner. Wenn er das merkt, ist es natürlich eher negativ. Aber wenn man es sehr, sehr, sehr behutsam macht, dann kann man auf die Art und Weise Sympathien gewinnen. Und das probiere ich im Grunde regelmäßig im Job aus. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Interviewtechnik für mich als Journalist. Indem man einfach, wenn man merkt, da sitzt einem jemand gegenüber, der verschlossen ist, zum Beispiel so eine Körpersprache halt, also sehr zurückhaltend ist, dann kann man versuchen, sich erstmal in der Körpersprache anzupassen. Das heißt, ganz vorsichtig geht man auch in so eine verschränkte Haltung, greift eher zum Glas, um was zu trinken, greift man selber auch, also zeitverzögert natürlich auch zum Glas und so weiter. Was im Unterbewusstsein passiert an der Stelle ist, dass derjenige merkt, Mensch, wir schwingen auf einer Wellenlänge, da ist irgendwas zwischen uns beiden und irgendwann kann man die Führung dabei übernehmen. Das heißt, irgendwann löst man seine Arme und dann kann man beobachten, ob der andere einem folgt, also ob der dann auch die Arme löst und dann hat man ihn eigentlich geknackt. In dem Moment ist Vertrauen hergestellt, Sympathie und dann kann man tatsächlich auch sehr, sehr offen mit demjenigen umgehen. Das funktioniert sozusagen beruflich als Journalist, das funktioniert natürlich auch im Privaten beispielsweise beim Flirten sehr, sehr gut. Das kann ich auch bei meiner Frau natürlich ausprobieren, ja, da funktioniert das auch sehr, sehr gut. Also von daher solche Effekte, klar, probiert man hier und da auch mal aus, gerade so die psychologischen. Ich weiß nicht, ob wirklich am meisten erstaunt, aber am überraschendsten, dass es dafür einen Namen gibt, würde ich den Broken Windows Effekt nennen. Broken Windows Effekt ist ein ganz alter Effekt, der herausgefunden wurde schon in den 70er Jahren. Es geht vereinfacht gesagt darum, dass wenn in einer Gegend viele Fenster kaputt sind, deshalb Broken Windows, benehmen sich die Anwohner schlechter. Ja, also die Umgebung führt dazu, dass die Menschen sich sozusagen mit ihrem Verhalten der Umgebung anpassen. Man kann das ja beispielsweise bei großen Modeketten sehen. Wenn da nicht aufgeräumt wird, benehmen sich die Leute auch automatisch schlechter, schmeißen einfach die T-Shirts irgendwo hin, lassen es auf dem Boden liegen. Ja, das macht man automatisch eher dann, wenn man denkt, es interessiert ja sowieso keinen. Und ich glaube, das war so mit das Überraschendste, weil das einfach auch jeder kennt, dieses Phänomen. Besonders dramatisch finde ich in dem Zusammenhang den Bystander-Effekt. Man könnte eigentlich da auch von einem Defekt reden, von einem menschlichen Defekt. Kurz gesagt sagt der Bystander-Effekt, dass je mehr Leute bei einem Unfall beispielsweise um einen herumstehen, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass man gerettet wird oder dass einem geholfen wird. Also klassischer sozialer Defekt eigentlich. Je mehr Leute da sind, die einem eigentlich helfen sollten und müssten, desto weniger wird einem tatsächlich geholfen. Und die Geschichte dazu ist eigentlich eine sehr, sehr traurige Geschichte. Dramatisch spielte um die Jahrhundertwende des vergangenen Jahrhunderts in New York, wo eine junge Frau von einem Mörder halt in unmittelbarer Nachbarschaft ihrer Wohnung von einem Mann halt erst sexuell angefallen worden ist. Anschließend hat er von ihr abgelassen. Die Leute haben es mitgekriegt, haben es beobachtet, sind nicht eingegriffen und anschließend kam der Vergewaltiger nochmal zurück und hat sie mit mehreren Messerstichen auch noch getötet.
Und als man dann hinterher ermittelt hat und die Anwohner befragt hat, warum haben sie denn nicht eingegriffen, haben sie einfach nur gesagt, ja, ich dachte, da waren so viele andere Leute dabei, das ist wahrscheinlich nur ein Beziehungsstreit oder sowas, ja, und haben einfach nicht eingegriffen. Man kann das tatsächlich beobachten bei klassischen Situationen auf der Straße oder sowas, je mehr Leute da sind, desto mehr verlassen sich die Leute darauf, dass die anderen wohl eingreifen und helfen und desto weniger wird einem geholfen. Und der Ausweg aus diesem Bystander-Effekt ist eigentlich, dass man ganz gezielt Menschen ansprechen muss. Man muss sagen, hey, Sie da in dem blauen Hemd oder mit dem grünen Kleid oder sowas, bitte rufen Sie jetzt die Polizei oder Sie, kommen Sie bitte her, helfen Sie mir, leisten Sie erste Hilfe, legen Sie die Beine hoch, helfen Sie mir dabei, denjenigen auf die stabile Seitenlage zu legen, sowas halt. Wenn man das nicht tut, wird einem nicht geholfen und andere helfen halt auch nicht. Eigentlich ein sehr, sehr trauriger Effekt, ganz, ganz wichtiger Effekt, aber ein wahnsinnig verbreitetes Phänomen.